Los. Hallo, ich bin Matthias Magdowski von der Otto von Guericke Universität in Magdeburg. Dort arbeite ich am Lehrstuhl für elektromagnetische Verträglichkeit und bin vielfältig in der Lehre engagiert, insbesondere in den Grundlagen der Elektrotechnik. Ich bin allerdings von Hause aus Ingenieur und kein Hochschuldidaktiker, sondern eher Autodidakt auf diesem Gebiet. Die Motivation für das, was ich heute vorstelle, ist der häufig beobachtete Hang unserer Studierenden zum Bulimie-Lernen, den man vielleicht aus der Schule kennt. Klar kann man versuchen, möglichst viel Stoff in kurzer Zeit in seinen Hirn zu prügeln, dann wieder auszuspucken und kurz danach zu vergessen. Nachhaltig erfolgreich ist das sicher nicht. Die Frage ist jetzt, wie kann man seine Studierenden dazu bringen, schon während des Semesters und nicht erst kurz vor der Prüfung etwas für die Prüfung zu tun, wie mal diese Statistik meines YouTube-Kanals zeigt. weil Elektrotechnik, genau wie Klavierspielen und Fahrradfahren, lernt man halt nicht vom Anhören und Zuschauen, sondern vom Selbermachen und vom Üben. Die Idee sind jetzt Aufgaben, die unsere Studierenden per E-Mail bekommen, die sie in Ruhe zu Hause lösen und dann online einreichen können. Eine handschriftliche Lösung dabei ist relativ prüfungsnah und ermöglicht halt auch den Rechenweg und nicht nur das Endergebnis nachzuvollziehen. Und dadurch, dass die Aufgaben personalisiert sind, ist eine eigenständige Lösung erfordert, die dann anhand einer ebenso personalisierten Müssverlösung in einem Peer-Review-Prozess gegenseitig korrigiert wird. Eine beispielhafte Aufgabe, eine von 8 bisher entwickelten, sieht so aus. Themen werden vorher in Vorlesungen und Übungen besprochen. Schwierigkeitsgrad orientiert sich ungefähr an der Prüfung. Alle Studierenden bekommen jetzt genau die gleiche Aufgabe, aber jeweils eine andere Schaltung. Zum Beispiel diese hier. Und die sind so konstruiert, dass halt der Schwierigkeitsgrad und Rechenaufwand ungefähr für alle vergleichbar ist. Trotzdem hat jeder eine andere Aufgabe, eine andere Schaltung bekommen, sodass man nicht stumpf von dann abschreiben und plagiieren kann, was vorher ganz gerne mal passiert ist. Eine andere Schaltung sieht dann zum Beispiel so aus und die werden halt anhand eines Zufallszahlengenerators erzeugt, der mit der Matrikelnummer gefüttert wird, sodass halt eine andere Nummer immer eine andere Schaltung erzeugt, die gleiche Nummer aber wieder die gleiche Schaltung, sodass halt die Aufgaben und Musterlösungen auch mehrfach erzeugt werden können, falls dabei mal was schief läuft. Und wie man sieht, ist halt jede Schaltung tatsächlich wirklich anders, sodass die Studierenden halt, wie gesagt, nicht voneinander abschreiben können. Die können sich aber trotzdem, und das dürfen und sollen sie auch, gegenseitig bei ihrer Lösung unterstützen und mal beraten. So, für die gegenseitige Korrektur braucht es jetzt auch natürlich personalisierte Musterlösungen. Hier ist mal ein Ausschnitt. Die müssen so gut und so ausführlich sein, dass auch jemand, der die Aufgabe selber nicht lösen konnte, trotzdem in der Lage ist, fachlich richtig zu korrigieren. Die werden auch automatisch erzeugt. Eine andere Lösung sieht zum Beispiel so aus. Und dann sieht man, dass da der Rechenaufwand auch tatsächlich für alle gleich ist, weil jeder immer ein Gleichungssystem mit 3 Gleichungen und 3 Unbekannten aufstellen und lösen muss. Und die Elemente, die dann im Gleichungssystem vorkommen, aber eben trotzdem so unterschiedlich sind, dass keine Lösung exakt der anderen gleicht. Und eine weitere beispielhafte Musterlösung sieht dann zum Beispiel mal so aus. Und das Schöne daran ist, dass wenn die Studierenden sich gegenseitig im Peer Review korrigieren, hat das natürlich wenig Korrekturaufwand für die Lehrenden. Die können sich da ein bisschen zurücklehnen. Und ein ganz netter didaktischer Effekt ist halt der Zwang, sich in einen fremden Lösungsweg reinzudenken, fördert nochmal ein tieferes Verständnis für die Aufgabe. So, wie funktioniert das Ganze jetzt im Detail? Also die Studierenden registrieren sich im Moodle. Ich lade dann eine Liste von allen Studierenden runter, füttere damit ein MATLAB-Programm. Das erzeugt mithilfe von LaTeX automatisiert alle Aufgaben und Musterlösungen. Die Aufgaben gehen per E-Mail an die Studis. Die Lösungen werden erstmal abgespeichert. Dann haben die Studierenden eine Woche Zeit, ihre Lösungen zu erarbeiten, laden die wieder im Moodle hoch. Ich lade die als ZIP-Datei alle auf einmal herunter und habe ein zweites MATLAB-Programm, was dann allen Studierenden jeweils 2 fremde Lösungen und die passende Musterlösung zur gegenseitigen Kontrolle zuschickt. Das funktioniert oder läuft alles automatisiert ab. Dann haben die halt wieder eine Woche Zeit, sich gegenseitig zu korrigieren, laden ihre Lösung die Korrekturen wieder im Moodle hoch. Ich lade die alle runter und ein letztes MATLAB-Programm schickt dann jedem seine 2 korrigierten Lösungen, nochmal die eigene Musterlösung zu, trägt die Punkte in eine Liste ein. Punkte sind leider als extrinsische Motivation notwendig, sonst macht niemand mit. Außerdem brauchen die Studis auch eine Frist, wie dieses Diagramm mal zeigt. Also die ganze Woche passiert nichts, dann laden alle was hoch. Interessanterweise werden die gegenseitigen Korrekturen viel gleichmäßiger über die Woche
eingereicht. So hat das Ganze jetzt was gebracht. Na klar, statt einem großen Aktivitätspeak am Ende des Semesters gibt es jetzt mehrere kleine Aktivitätspeaks verteilt über das ganze Semester. Dankeschön. Geiles Timing.